Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Trains and Play. Wir sind hier auf dem Kanal von DTG von Trains and World oder auf meinem privaten YouTube-Kanal, je nachdem, wo ihr das Ganze guckt. Im Zuge des Festival of Rail ist dieses Video hier entstanden und wir sind mal heute auf einer etwas spaßigeren Fahrt unterwegs und versuchen mal einen Weltrekordversuch nachzustellen. Ihr seht es hier. Wir sind hier mit unseren Allegras unterwegs und zwar mit ganz vielen Allegras. Unser Zug ist, glaube ich, 1,2 oder 1,3 Kilometer lang. Und das ist so eine kleine Hommage an den Weltrekordversuch der RHB. Die haben nämlich mal tatsächlich einen Zug zusammengestellt, der, ich glaube, 1,8 Kilometer lang war. Unser ist 1,3 Kilometer lang. Wir sehen es da, Zuglänge 1301 Meter. Und ja, stellen das einfach mal nach. Ich löse das Führerbremsventil und gebe ein bisschen Leistung. Genau, wir fahren heute nicht schneller als 20 km/h, einfach weil ich Angst habe, dass der Zug ansonsten entgleist. Wir sind heute viel in der Außenkamera unterwegs. Und ja, genau. In Realität ist das so, dass dieser Versuch, dieser Weltrekordversuch mit Capricorn-Triebwagen durchgeführt wurde. Die haben wir natürlich nicht. Und dieser Versuch wurde auch nicht auf der Berliner Bahn durchgeführt, sondern auf der... ich weiß gar nicht mehr, welche Strecke es war. Jedenfalls nicht die Berliner Bahn. Ich denke, auf dem Stammnetz der RHB wurde das irgendwo durchgeführt. Und wir ja, haben so eine kleine Hommage daran, versuchen uns da mal dran und gucken mal, wie sich das Ganze hier fahren lässt mit 1,8 Kilometern. Ihr seht es da oben links im Eck, habe ich noch mit eingeblendet. Mods sind installiert. Das ist auf meinem privaten Kanal, hier Trains and Play, ist das ja nichts Neues, dass ich Mods benutze. Allerdings, weil das Ganze auch auf dem offiziellen Kanal von DTG läuft, da oben links hier dieser Disclaimer mit, dass Mods installiert sind. Unter anderem die God-Mode. Die God-Mod-Mod. Aber genau. Ansonsten dürfte uns das aber auch nicht weiter groß heute stören. Für das Zusammenstellen und Rangieren der Züge brauchen wir, oder dieses Zugs brauchen wir tatsächlich gar keine Mods, sondern das kann jeder einfach so von sich aus, auch mit der Konsole übrigens, einfach im Freeroam-Modus hineinspawnen, sodass es keinen KI-Verkehr gibt. Und dann, ja, einfach einen Zug nach dem anderen spawnen. Ich muss mal ganz kurz die Nase putzen. Genau, ne, also einfach einen Zug nach dem anderen spawnen und dann Spaß haben, aneinander kuppeln. Ich habe das dann so gemacht, ich habe die jeweils einzeln gespawnt. Es gibt diese Formation mit zwei aneinander gekuppelten Triebwagen. Die habe ich jeweils einzeln gespawnt, dann habe ich mich irgendwann in das vorderste Fahrzeug reingesetzt, den Fahrtrichtungswender in die Rückwärtsstellung gesetzt. Und dann halt einen Zug nach dem anderen angekuppelt. Also praktisch in einem durch angekuppelt. Mit der freien Kamera dann. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben tatsächlich Leistung. Wir können fahren. Wir haben eine Zugkraft von 68 Kilonewton. Jetzt gerade. Also das passt ziemlich gut. Würde ich behaupten. Jetzt geht es sogar bergauf. Mal schauen, wie der Zug sich da jetzt verhält. Ja, es geht eigentlich. Wir haben eine Außentemperatur von 14 Grad, eine Führerstandstemperatur von 21 Grad. Und ja, genau. Sind jetzt hier mal ein bisschen auf spaßig unterwegs. Heute mal ein nicht ganz so ernst zu nehmendes Video. Heute mal einfach mal gucken. So ein bisschen mal die Grenzen des TSW austesten, die Grenzen des Freeroam-Modus austesten. Wir hätten uns sicherlich noch ein paar mehr Züge spawnen können, aber ich dachte mir, das reicht jetzt eigentlich für die Fahrt. Der Zug ist eh schon lang genug. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, wie gut der TSW dann damit klarkommt mit der Fahrphysik von so vielen aneinander gekuppelten Zügen. Aber bisher scheint er auf jeden Fall sehr gut damit zurechtzukommen. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt bei den maximal 20 km/h, wobei vielleicht 25 können wir uns vielleicht auch noch gönnen. Aber mehr als das würde ich jetzt wirklich nicht fahren. Einfach weil ich Angst habe, dass wir ansonsten entgleisen. Fahrtdauer heute Pi mal Daumen eine Stunde. Wir werden nicht ganz bis nach Tirano durchfahren. Vermute ich mal, das wird zeitlich nicht ganz hinhauen. Da das Ganze hier in einen Slot von ungefähr einer Stunde füllen soll. Aber ja, das passt schon. Ich werde dann irgendwann zwischendurch mal das Video beenden müssen.
Wir sind jetzt bei einer Videozeit von 5 Minuten. Das heißt also, wir haben noch auf jeden Fall viel Fahrt vor uns. Ja, sobald wir aus dieser Lawinenschutzgalerie draußen sind und aus diesem Tunnel hier draußen sind, gucken wir uns den Zug mal wieder in voller Länge an. Und ja, Ziel des Ganzen ist es halt, dass man wirklich, wenn man dann nach hinten guckt, dass man einfach überall den ganzen Zug immer sieht in der Außenkamera, dass man, ihr werdet es gleich sehen, dass man wirklich gerade bei diesem Serpentinenabschnitt, also bei diesem Abschnitt, beziehungsweise bei diesem Abschnitt, auf den freue ich mich ganz besonders, dass man da ständig unseren Zug sieht von allen Seiten. Ja, noch sind wir im Tunnel, da kann man jetzt nicht viel sehen. Ja, Berliner Bahn ist seit kurzem draußen von Rivet Games gebaut worden, die Strecke sowie der Triebwagen. Und ich muss sagen, meines Erachtens Rivet Games bisher bestes Produkt, das sie auf den Markt geworfen haben von TSW. Also da, wenn man allein jetzt gerade dieses Bild hier vergleicht, das mal vergleicht mit der Arosa Bahn, da sieht man schon massive Fortschritte. Also lernfähig sind die Jungs und Mädels von Rivet Games allemal, das sieht man hier. Und auch der Triebwagen, ich würde sagen, verhält sich eigentlich ganz gut. Soundtechnisch ist er so lala, aber insgesamt doch ein äußerst passables, mindestens passables Produkt, wenn nicht sogar wirklich ein sehr gutes Produkt. So, jetzt können wir mal wieder in die Außenkamera gehen. Schauen. Ja, herrlich, oder? So, ich hoffe, die Bremsen, das Ganze funktioniert aber ganz gut hier. Zugkraft wird hier automatisch die Bremskraft mit eingeschaltet. Ja, das geht schon. Ja, doch, doch, doch. Das passt eigentlich ganz gut. Wir kommen auf jeden Fall gerade, auf jeden Fall ziemlich gut zurecht, obwohl wir eine negative Steigung von 7% haben. Was ordentlich ist. Ich glaube, das ist, die Berliner Bahn ist ja dafür bekannt, dass es, glaube ich, die Adhäsionsbahn ist weltweit mit der stärksten Steigung. Also Adhäsionsbahn heißt, dass es wirklich einfach nur um die Adhäsion geht, also darum, dass das halt eine Sache auf der anderen nur drauf liegt, sich nur berührt, mehr aber auch nicht. Also ne, der Zug liegt ja auf den Gleisen drauf und es ist ja nicht so, bei einer Zahnradbahn gibt es ja noch diese Zahnradspur in der Mitte, wodurch eben zusätzlich der Zug mit stabilisiert wird. Und das gibt es ja hier nicht, ne? Das ist ja wirklich nur die Berührung von Eisen auf Eisen, die sogenannte Eisenbahn. Wer hätte es gedacht? Und ja, oh genau, dieser Abschnitt wird jetzt gerade gleich sehr, sehr schön. Hier diese Kurve, die befahren wir mal mit maximal 15, weil ich wirklich Angst habe, dass wir hier entgleisen könnten in diesem Gleisbogen gleich. Und wir können mal überlegen, was wir hier eigentlich als Zugziel einsetzen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Tiefenkastell, Flissur, Bergün, St. Moritz, Pontresina, Bernina, Alpgrüm. Ich frage mich, ob es sowas wie so eine Sonderfahrt, Bernina Express, Brusio. Nehmen wir Bernina Express. Ja, die ganzen Schaulustigen sind natürlich schon hier. Und eigentlich könnte man sich dann hier hinstellen und wirklich mal von dieser Terrasse aus diese wundervolle Fahrt begutachten, aber wir machen das mal von außen. Machen das mal von hier vielleicht. Schön, schön, schön.
Ja, ich glaube 15 km ist okay für die Kurve. Das ist ein sehr interessanter Gleisbogen hier. Ist aber tatsächlich realistisch. Irgendwie gefällt mir das Wetter nicht so ganz, aber gut, lassen wir es, wie es ist. Sehr, sehr schön. Na, gehen wir mal auf die 20 und hoffen, dass das passt. Eigentlich hätte ich das Ganze jetzt gerne bei Schnee, muss ich zugeben. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir nicht doch mal das Wetter ändern sollten. Na, gehen wir mal wieder so. Der Wahnsinn. Ich überlege gerade, ich hätte, glaube ich, zumindest gerne etwas mehr Bewölkung. Ja, dann sieht das Ganze etwas natürlicher aus. Sehr, sehr schön. Und dann wird schon der Zug gleich hier vorne wieder rauskommen. Also gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Und ist dann hier, dann sind wir hier auf drei Ebenen unterwegs. Da vorne sehen wir auch das Ende des Zuges. Da. Und hier tauchen wir wieder ein und drehen uns dann jetzt einmal hier rein und kommen dann hier vorne wieder raus. Theoretisch könnte man hier diesen Wanderweg auch langlaufen, also diesen hier. Und könnte dann hier wieder versuchen, irgendwie einzusteigen in seinen Zug. So, jetzt müsste, glaube ich, jeden Augenblick unser Zug wieder rauskommen aus dem Tunnel. Na, da ist er. Da ist er. Gehen wir mal wieder ein bisschen näher ran. Oh, das ist noch ein schönes Bild für den Freeroam, für den Kameramodus, würde ich behaupten. Ich würde vielleicht das Sichtfeld einmal vergrößern. Dann hier vielleicht irgendwie sowas. So in die Richtung. Ja, sowas. Ist doch schön. Jawohl. Vielleicht mal ein bisschen weiter von oben. Noch hier natürlich das Fenster aufmachen. Wahnsinn. Verrückt, oder? Da oben sehen wir doch das Ende des Zugs.
Weil ich weiß nicht, ob es wirklich das Ende ist. Schön. Ob es da unten Enten gibt? Vielleicht müsste man mal sie rufen. Biele, Biele, Biele. Naja. Machen wir das Fenster zu, bevor die Enten noch reinfliegen. Rüf sie mal. Sachen richtig laut. Naja. Wer es kennt, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, auf in den nächsten Tunnel. Wo kommen wir da wieder raus? Irgendwo da vorne. Ja, also irgendwie hätte ich tatsächlich gerne Schnee, muss ich jetzt doch sagen. Wenn wir auf minus 3 Grad gehen. Und hier Niederschlag mit reinbringen. Genau, da fängt es gleich an zu schneien. Oh ja, das ist doch viel schöner. Das Ganze natürlich hier eine Mod, das ist nicht in-game so drin. Wir nehmen dafür den Wind raus. Und machen mal die Wintervegetation rein. Und dafür nehmen wir die Herbstvegetation. Ja, lassen wir mal so. Oh ja, das sieht doch deutlich schöner noch aus in dem Wetter, oder? Genau, also das Ganze nicht in-game möglich. Das war jetzt eine Mod, von der ich schon mal geredet habe. Wie gesagt, ein paar sind hier installiert heute. Renina Express. Das ist der Renina Express. Haben natürlich nur eine Pfeife, kein richtiges Horn. Wir wollen ja keine Lawine auslösen. So, also diesen Serpentinenbereich, den haben wir jetzt geschafft. Hier kommt gleich noch einer und der, auf den ich mich auch ganz besonders freue. Hier einmal vorbei an Star irgendwas. Ich denke mal, das Signal gilt auch für uns, oder? Aber gut, wir werden sowieso freie Fahrt haben, denn es gibt heute keinen KI-Verkehr auf der Strecke. Auch hier wieder so ein Wanderweg, den man, glaube ich, entlang gehen kann tatsächlich im Game. Ja, das Ganze spiele ich hier am PC, nicht an der Konsole. Das sei vielleicht auch nochmal gesagt für all die, die das erste Mal hier zuschauen. Aber ich denke mal, das ist auch ganz klar. Eben wegen des Disclaimers da oben links mit den Mods. Mal rein in den Tunnel.
Es gibt auch noch hier irgendwo so eine Art Lokführerpultbeleuchtung, oder nicht? Batterie, das ist die Parkbremse. Also erstmal hier die Heizung bitte an. An die Heizung ist jetzt an, glaube ich. Oder bin ich mir gerade gar nicht sicher. Fahrgastraumbeleuchtung brauchen wir nicht, weil wir keine Fahrgäste haben. Klimaanlagenbetriebsmodus, nee, nicht kühlen, aus. Lüftergeschwindigkeit. Führerstandsheizung, jawohl, einmal bitte auf warm. Dann nehme ich den spontanen Wintereinbruch jetzt hier. Auch ganz interessant, dass wir jetzt irgendwie geschafft haben. Boah. Weiß ich, was mit der Kamera los ist. Achso, wir können einfach mit der Kamera hier hineinschweben in den Zug. Also irgendwie sieht das komisch aus mit der Herbstvegetation, ne? So, das sieht schon ein bisschen natürlicher aus bei den Witterungsbedingungen. Ist aber doof gelöst hier mit dem Berliner Express. Das hat jemand nicht so gut gemacht. Dann setzen wir mal Tirano als Ziel. Da Tirano. Ja, das passt schon besser. Apropos Tirano, Luftlinie 20 Kilometer von uns entfernt. Wir werden heute, wie gesagt, dort nicht ankommen in Tirano. Aber ja, genau, haben noch ein ordentliches Stück vor uns. Ja, mich würde interessieren, wie kommt ihr mittlerweile so, also wie findet ihr mittlerweile so die Berliner Bahn? Habt ihr euch das gekauft, die Strecke? Ihr habt jetzt bestimmt einige Videos schon gesehen. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Das würde mich mal sehr interessieren. Also gerne mal in die Kommentare oder jetzt auch gerade gerne in den Live-Chat mal rein. Das würde ich mal tatsächlich sehr interessant finden. Da kommen noch ein paar. Da muss ich, glaube ich, mal wieder ein Foto machen. Und zwar diesmal vielleicht eher so. Mit so einem verkleinerten Sichtfeld. Und dann. Vielleicht so. Oder von weiter oben. So, gleich geht es dann hier unten lang. Auch hier wieder bieten sich wieder tolle Möglichkeiten für eine Außenperspektive. Wie gesagt, verzeiht es mir, dass ich heute so viel in der Außenperspektive unterwegs bin, aber das geht halt nicht anders. Also gerade hier mit so einem Viadukt
Na, hab's gleich. So. Und jetzt kommen wir vorne gleich wieder raus. Und da sitzen wir. Das bin ich. I'm sorry, es ist einfach zu schön. Es ist einfach zu schön. Lass unser Zug anfangen. Und unser niemals endender Zug. Ein Triebwagen nach dem anderen. Auch sehr schön übrigens den Funkenflug von den Stromabnehmern. Da ist das Ende. Und schauen wir mal, ob wir den Anfang wieder finden. Da ist es. Hier einmal vorbei am Bahnhof. Hier stellen wir uns mal hin. Und zwar hier direkt neben dieser Flagge. Hier in Cavaglia. Ja, die Leute hier im Café sind natürlich schon in heller Aufregung. Die wissen natürlich alle Bescheid, dass jetzt hier der Weltrekordversuch entlang braust.
Sehr, sehr schön. So, gehen wir mal wieder zurück in den Führerstand. Da saßen wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Während wir Cavaglia durchfahren haben. Ja, ne? Ganz entspannte Fahrt hier. Also gefühlt haben wir noch nicht viel geschafft bisher an Weg, aber wir haben jetzt schon 2 Jahreszeiten durchschritten. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die Tischbeleuchtung ist. Es gab doch eine. Da, Instrumentenbeleuchtung. Okay, die lassen wir mal lieber so. Dann haben wir nicht so ein radioaktives Glühen. Hier, genau, das Fahrplanlicht. Das war das, was ich haben wollte. Genau. Also eigentlich könnten wir, weil wir ja sowieso tatsächlich ja nur in Anführungszeichen fahren, können wir uns auch mal hier hinsetzen. Das Ganze mal so genießen. Passiert ja eh nichts, also es dürfte eigentlich nichts passieren. Weil signaltechnisch ist da jetzt nicht viel und wir müssen ja auch nicht halten. Von daher können wir mal auch tatsächlich uns mal kurz im Fahrgastraum hinsetzen und das Ganze hier mal genießen. Ich glaube, interessanter ist, wenn man allerdings in die Richtung guckt. Ja, gut, jetzt sehen wir nun leider nichts mehr. Was wir natürlich auch hier machen können, das liebe ich ja total. Fenster auf. Und was wir auch machen können, die Sonnenblende runter. Na? Na? Na, ein bisschen fiddelig mit der Maus, aber es geht auf jeden Fall. Na? Hallo? Hallo? Da, geht doch, danke. Jetzt geht sie nur nicht wieder. Doch, ja, okay. Bleiben wir hier. Hier können wir, glaube ich, nicht mit rumspielen, aber immerhin sind die Texturen gut. Benedikt Fontana. Okay. Notausgänge. Befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Lassen Sie bitte Ihr Gepäck im Zug und halten Sie die Durchgänge frei. Steht da Durchgänge? Weiß ich nicht. Folgen Sie dem Fluchtweg. Hallo? Hallo. Geht doch. Folgen Sie dem Fluchtweg Glasbeschilderung. Berühren Sie nie herunterhängende Leitungen, Lebensgefahr. Okay. Oh ja, mein Italienisch. Caro passeggero in caso di evacuazione del treno.
Seguiti per favore le istruzioni del personale. Okay, das ist, glaube ich. Ich lasse es lieber. Das will sich, glaube ich, keiner antun. Oder? Nein, ich lasse es lieber sein. Wir gucken mal lieber, was im Führerstand los ist. Schaut euch das an. Wir haben hier tatsächlich eine Art. Ja, so eine Art Kehrbesenblech-Eiskratzer. Oh, Bremse. Nee, die brauchen wir jetzt nicht. Wir setzen uns mal wieder hin. Schön, 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 schön. Sehr neblig jetzt hier. Und gleich kommen wir jetzt wieder tatsächlich auf, ja, zu den anderen Serpentinen, die wir hier haben. Einmal über die kleine Brücke hier. Jetzt reizt es mich schon tatsächlich, ob wir nicht doch wieder die 25 fahren könnten. Haben wir ein halt ankündigendes Signal vor uns? Sehe ich das richtig? Aber warum? Wie kann das sein? Aber das ist auf grün. Na, schade, wir können leider unseren Zug nicht sehen von hier aus. Sollen wir es mal ein bisschen stärker bewölkt werden? Naja, das ist ein bisschen zu stark. So vielleicht. So ist schön. Gefällt mir. Das ist ein schönes Bild.
Einmal an den Bahnübergang. Können wir es mal hinstellen. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was signaltechnisch jetzt voraus ist. Angeblich ja ein Halt, den wir zu erwarten haben, aber ja, schauen wir mal. Fahren weiterhin gemächlich unsere 20 km/h. Ich meine, fahren wir back ab? Was ist das? Wo? Okay. Außerirdische. Okay, das ist allerdings Langsamfahrt, glaube ich. Wir haben eh keine Zugsicherungssysteme an, von daher ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Wir müssen einfach nur gucken, ob wir nicht doch auf ein haltzeigendes Signal zufahren. Okay, laut hat es das nächste Signal allerdings grün. Wir fahren jetzt hier rechts lang. Ich habe ein bisschen Angst wegen der Weiche, dass wir jetzt hier nicht entgleisen. So bleiben wir wirklich mal bei unseren 20 km/h. Ah, ich glaube, das ist aber okay. Ich denke mal, das passt. Ja, okay, gut. Das ist in Ordnung. Gut, ich habe den Weg tatsächlich nicht kontrolliert, wie wir fahren. In Realität wäre man dann wohl auf diesem Gleis hier einfach weitergefahren, weil man eh schon durchfährt und nicht halten muss. Hier in Cadera. Und einmal übers Viadukt.
Wahnsinn, diese Zuglänge, das ist verrückt. Hat ja schon amerikanische Güterzugverhältnisse hier. Und da ist das ja krass, das ist ja normal, dass Güterzüge diese Länge haben. Habe ich gerade ein Schaf gehört? Hier war irgendwo ein Schaf. Ja, also amerikanische Güterzüge haben ja standardmäßig so eine Länge. Und wir positionieren uns mal hier hin. Ich würde sagen, vielleicht hier. Irgendwo, wo man gut beide Zugteile sehen kann. Schon wieder ein Schaf. Hier ist ganz gut. Wahnsinn, alleine dieses Bild. Dass wir hier gerade den Zug auf drei Ebenen sehen können in diesem Bild. Und wenn wir rauszoomen, sogar noch auf einer vierten Ebene. Sorry, aber ich muss. Bisschen ranzoomen würde ich gerne. Ja, so, so ist glaube ich ganz gut. Na, wo ist denn das Ende? Noch nicht in Sichtweite. Und der andere Zugteil ist da. Ah. Jawohl. Noch ständig hier den Funkenflug. Kleines Blitzlichtgewitter. Und das ist das Ende. Ja, also wie gesagt, nach wie vor, wir haben es nicht allzu weit geschafft. Wir sind deutlich langsamer unterwegs, als wir es eigentlich dürften. Das liegt aber wirklich auch daran, dass ich nicht entgleisen möchte. Deshalb fahren wir hier maximal nur 20.
gut, wir haben noch keinen Zug verloren. Wir haben nach wie vor 1300 Meter Zuglänge. Jawohl. Schade, dass wir das Display hier nicht auf dunkel stellen können. Und auch sonst ist hier nichts bedienbar. Hier übrigens, glaube ich, eine alte Eisenbahnbrücke. Die wurde, glaube ich, früher benutzt. Und die steht halt einfach jetzt noch hier. Und jetzt hier mittlerweile die neue. Und auch. Die ist, glaube ich, auch dann neu gebaut worden. Ja. Gut, dass wir hier keine Neige. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Wo wir tatsächlich unseren eigenen Zug sehen können. Wahnsinn. Na, ich wollte nur gerade sagen, gut, dass wir keine Neigetechnik haben im Zug. Sonst würde, glaube ich, ein Fahrgast nach dem anderen einen Spuckbeutel benötigen. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Wetterstimmung jetzt gerade, oder? Wir fahren so ein bisschen in den Sonnenuntergang langsam hinein. Es schneit. Sehr, sehr schön. Schön das Örtchen eingeschneit hier im Tal. Ja, wir werden es leider nicht schaffen bis zum Kreisviadukt in Brusio. Soweit, so viel Zeit bleibt uns da heute leider nicht. Das ist nämlich auch noch ein ganzes Stück bis dahin. Das ist nämlich hier vorne. Und ja, soweit werden wir es tatsächlich nicht schaffen. Aber wir haben die Serpentin wenigstens hinter uns geschafft, hinter uns gebracht. Und das ist doch schon mal einiges wert. Ja, gut. Dann würde ich sagen, auf nochmal in die Außenkamera. Ein letztes Mal für heute. Und da war schon wieder ein Schaf. Wo könnten wir uns hin positionieren? Wir stellen uns mal vielleicht. Ja, hier hin. Ja, genau. Lass mal den Zug noch mal ein bisschen an uns vorbeirollen und damit verabschiede ich mich allerdings auch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die zugeschaut haben. Mein Name war und ist nach wie vor Trains in Play.
Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir auf YouTube vorbeischaut. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß hier mit dem Festival of Rail Stream. Wer jetzt gerade im Kanal von Trains in World zuguckt, da gibt es sicherlich ganz spannende und sehr interessante Informationen und Neuigkeiten. Die werdet ihr euch sicherlich entgehen lassen wollen. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zum Schluss nur noch alles Gute und alles Liebe zu wünschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich dann, ja, mit einer vielleicht normaleren Fahrt, aber Spaß hat es trotzdem auf jeden Fall sehr gemacht. Ich hoffe, euch auch. Macht es gut. Ciao, ciao.